Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Chaos im Wald. Letzte Folge haben wir die neuen Geräte für den Bagger und so aufgeladen. Und jetzt wollen wir mal in den Wald fahren, würde ich sagen. Deswegen Motor an, zusammenklappen, den guten Tieflader und dann Abfahrt, würde ich sagen. Also ich fahre jetzt erstmal mit dem. Das Auto fahre ich dann gleich selber. Es ist mal zu riskant, jetzt eines von beiden Geräten in ihr fahren zu lassen. Das Auto überschlägt sich hundertprozentig irgendwo. Und ich muss eh noch zur Tankstelle fahren drüber. Deswegen. Fahren wir lieber schön beide selber, machen wir Zeit. Von daher kein Problem. Gerät ein bisschen Überbreite haben wir ja. Und dann fahren wir gerade wieder oben hin, wo wir waren. Nur halt gerade eine andere Strecke. Vielleicht denke ich ja dran, wenn ich im Auto hochfahre, dass ich den anderen Weg da rechts rumfahre, zwischen Wald, dass ich die Absperrung wieder zumache. Vielleicht denke ich dran. Vielleicht auch nicht. Vielleicht fahre ich auch den normalen Weg und laufe dann wieder hinter, um es zuzumachen. Mal sehen. Ich kenne mich also. Deswegen. Aber allzu weit fahren brauche ich eigentlich gar nicht. Weil ja schon die ersten Bäume hier vorne stehen. Deswegen. Wir machen mal das jetzt am einfachsten eigentlich. Bei den dicken. Hat schon zu ziehen hier, ey. Okay. Ich hätte was vorgeschlagen, was fällen die jetzt mit dem Bagger? Legen die Richtung Straße, Richtung Weg hier ungefähr. Und dann, wenn wir alle Dicken gefällt haben oder so, tun wir den Umbau zu dem Kompressor. Prozessor-Dings da zu dem Sägeteil da und tu die dann so stückeln. Das müsste der ja normalerweise hinkriegen, denke ich. Steht da 70 cm. Der Komatsu kann, glaube ich, irgendwas in der 60. Wenn ich mich richtig erinnere. ...65 cm. Ob ich sie 5 cm der Bock fett machen, weiß ich nicht, aber... Ja gut, die Großen können alle 70. 80, okay. Meter 20. Hauptsächlich können die Größeren eigentlich alle dann... ...um die 70 circa. Ja, deswegen. Denke ich mal, dass die meisten schon dann gehen sollen. Sehen wir ja jetzt eh an dem Gerät jetzt schon, ob das dann klappt oder nicht. Deswegen. Stelle mal den jetzt aber erst einmal dahin. Überhaupt. Ah, upsala. Ich vergesse immer die Rampen rauszufahren. Ich fällt jetzt noch nicht direkt. Das heben wir uns für gleich auf. Okay. Perfekt. Brauche ich den Tieflader jetzt noch für irgendwas? Irgend Gerät hin, her, irgendwas? Oder kann der wieder nach Hause? Beziehungsweise, ich brauche den Pflanzen ja eh hier. Also kann ich den Tieflader ja auch hier lassen, gerade mal. Schade, der als keinem. Solange ich ihn nicht mitten im Weg stelle, irgendwo dürfte der jetzt keinem schaden. Und man stelle den einfach mal da. Achtung, Reh! Ja, da steht der Waldrat doch wieder im Weg. Heieiei. Man stellt den doch immer so blöd dahin. Na egal. Passt doch so. Wunderbar. Abkoppeln. Und der Pfanzelt bleibt auch erstmal stehen hier. Okay. Da.
Gut, die Klappe bitte ein bisschen hoch. So reicht, oder? Ja, so ist perfekt. Nur darauf achten, dass ich ein bisschen Überbreite habe. Machen wir das Geblinke mal an. Alter. Das ist jetzt wirklich eine Festtagsbeleuchtung, ey. Mein Gott, was? 5,65 €? Oder 4,21 € von mir aus diesem Plus einfach nur? Alter Schwede, ey. Okay. Dann bitte einmal umsteigen. Abteilung öffnen? Aha. Ja, ich würde ja gerne auffüllen, aber irgendwie. Ach, warte mal. Sobald da steht tanken, kann ich auch einen Spanngurt aktivieren. Das ist jetzt das Problem mit dem manuellen Tanken. Aber das gefällt dir da aus, ey. Ah. Soll ich mich jetzt noch hinstellen jetzt? Wollt mich doch jetzt verarschen, oder? Also bald. Ich habe bei diesem Mod mit drin, dass ich aussteigen muss zum Tanken. Und sobald ich in der Nähe bin zum Tanken. Kann ich halt auch einen Spanngurt aktivieren. Wieso zur Hölle? Uff, die drei. Ich frag einfach nicht. Tankt der jetzt? Nein, ach, ich bin. Wieso tankt der jetzt? Wieso konnte ich vorher. Ach, egal. Wieso bewegt er sich jetzt? Was macht der Anhänger eigentlich? Oh. Ja, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ich habe die Klappen zugemacht. Wen brauchen wir denn noch zu tanken? Hallo. Oh, der ist fast voll. Ganz kurz noch. Dankeschön. Ich muss die Klappe nämlich aufmachen wieder. Hallo? Mann, ich will doch nicht da. Hm. Mein Gott, wann habe ich denn die Klappe zugemacht? Soweit. Gar nicht. Oh, Alter. Mein Gott. Jetzt bitte wieder die Klappe zumachen da oben. Dankeschön. Ah! Stehe ich schon wieder. So. Ups. Jetzt müssen wir hier ein bisschen vorwärts, rückwärts wenden. Damit wir hier rauskommen wieder. Ja, das sieht schon mal ganz vielversprechend aus. Meine Güte. Immer dieses Hungedottel. Bin der gerade irgendwo? Nee, nee, nee. Keine Ahnung. Ob der irgendwo hing. Ich weiß es nicht. Hey, der Witzka. Oh. Okay, der linke Spiegel ist sehr gut, ja. Beide Spiegel sind sehr gut, ja. Ich sehe schon. Jetzt bin ich doch wieder falsch gefahren. Ach, Mann. Ich wollte doch oben sperren wieder. Oh, geht aber schon gut ab hier. Alter. Okay, der liegt gut auf der Straße, ja. Aber wackelt dann doch irgendwann gut rum. Bremse. Hey, stopp, da war die Einfahrt. Ich hab die Einfahrt verpasst. Heide, nein. Mein Gott. Okay, brauche ich die Geräte erstmal nie, gell? Stelle mal die auch da oben hin. Erstmal, da stehen sie nicht im Weg. Aber ich würde jetzt auch gerne immer hier auf dem Anhänger drauf. Wenn ich es absolut nicht brauche. Und
von A nach B fahre. So langsam steht der Waldrad doch im Weg. Wollte ich mal anmerken. Ja, jetzt nämlich muss er dann doch mal aus dem Weg. Oder stellen halt einfach hier auch in die Reihe dann. Erstmal. Solange ich kein Holz verladen muss. Oh, das ist aber verdammt laut, gell? Also komm. Das ist schon. Das Auto hört man gut. Sagen wir mal so. Okay. Dann bitte einmal ab. Und wieder runter. Stopp. Stopp, 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 stopp. Ich hab die Absperrung wieder vergessen. Hier oben wird zwar gerade nichts gearbeitet, aber mir ist es doch zu riskant. Dass hier doch irgendwie Leute spazieren gehen. Hier sind nur mal Baumfellarbeiten. Deswegen lieber wieder zumachen. Dann habe ich zumindest abgesperrt. Wenn halt dann immer noch jemand da reinläuft, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Ganz einfach. Ich habe von beiden Seiten den Weg gesperrt. Und man kann nicht sagen, die Absperrung sieht man nicht. Steht mitten auf dem Weg. Also. Jetzt fahren wir wieder runter. Denn wir müssen den Bagger ja umbauen. Dann. Ja, nee, eingestellt. Wir müssen hier jetzt gerade mal den Weg absperren, absichern. Mal gerade grob. Gut. Mal so. Warnblinker machen wir auch noch rein. Also. Perfekt. Gut. Dann ist jetzt dieser wunderschöne große Baum dran. Eine Fichte. 35 Meter Länge. Würde ich mal sagen. Let's go. Zeig mal, was du kannst, Volvo. So, anmachen. Oh, vorwärts. Bin ich mal gespannt. Wie das jetzt klappt. Die. Das war mir so klar. Et. Volvo, das war leider nichts. Die Fisch ist immer noch so dick. Mein Gott. Diese Bäume aber auch hier. Bleibt halt stehen. Ach, egal. Heide, nein. Dann fahren wir halt da runter. Zu denen. Weh, das sind jetzt genauso scheiß Dinger. Komm, ich habe hier jetzt einen Gerät gekauft, um 5 cm dickere Bäume zu fällen. Da muss es jetzt auch gehen. Okay. Danke. Oh, die sieht aber genauso dick aus, die Scheiße. Oh. Und wie sieht's aus? Steht schon mal nicht, dass es zu dick ist. Bis jetzt. Alter! Mann! Jetzt bleib bloß nicht da hängen. Dann lasse ich dich da stehen. Und der auch zu dick. Na klar, ist er zu dick. Was denn sonst? Hä?
Das habe ich gedacht, 5 cm machen Bock fett. Ja, anscheinend nicht. Oh. Da ist wieder so ein Baumstumpf. Ja, den größten suche ich mir da aus. Kann doch nicht sein. Oh. Ja, das ist jetzt eine weite Strecke, die ich fahren muss. Weil die nächsten 5 Meter stehen keine Bäume. Achso, da kommt ein Busch. Manche davon haben Kollision. Fahr doch jetzt mal. Mal sehen, wie es mit denen da vorne aussieht. Ob ich die wenigstens fällen kann. Ja, den wollte ich eigentlich nicht fällen. Das eine ist auch wieder so ein scheiß dickes Ding da, oder? Ach, pfff. Dach nicht, geht doch irgendwas. Oh, mal bitte drehen. Ja, warte, da stimmt gerade was. Ja, zu tief für dieses Gerät. Der braune da vielleicht. Komm, der sieht auch machbar aus. Komm schon. Enttäusch mich nicht. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Warte, ich muss kurz Stückel zurück. Mein Gott, wann muss ich. Diese Baumstümpfe sind aber auch echt nervig, gell? Ah! Kommt mal gerade. Au! Dann hat er jetzt sicher drin. Okay. Okay. Frage ist jetzt, wie gut kann man. Nee, drehen hier. So, jetzt würde ich den hier gerne auch noch fällen. Geht doch bestimmt, oder? Komm. Echt nicht so simpel, gell? Man kann doch 2 Bäume nehmen. Ich darf diesen Baum nicht fällen? Das ist ja nicht auf meinem Grundstück jetzt. Okay, ja, nicht auf meinem Grundstück. Alles klar. Okay. Dann. Ja, fahren wir halt mal weiter hier. Mit einem Baum im Gepäck. Jetzt kommt ja dieser scheiß Gestrüppbaum da. Nein, jetzt habe ich mich. Na, was mache ich denn? Fahr doch einfach auf der Wiese da. Oh, mein Gott, noch einmal. Der arme Baum da vorne drin. Der wird noch schlecht. Kann ich den da jetzt fällen? Also. Dürfen bestimmt. Können. Heide, nein. Ey. Ich mach hier was drücken. Was ist da zu klappen? Wie soll da überhaupt ein zweiter Baum reinpassen noch? Passt, lebt da kein zweiter Baum mehr rein? Weißt du was? Ich leg den Baum jetzt hier ab. Und dann ist gut. Ich will ihn ja auch nicht fällen. Man macht einen. Ah! Ich bin mit der Steuerung leicht überfordert. Aua! Nein, andersrum. Ablegen bitte. Oh Gott. Lass das Ding fallen, bitte. Ich weiß nicht wie, aber lass es fallen. Uff. Uff. Okay, das ist nicht so simpel. Wie vielleicht gedacht.
Okay. Nächster Versuch. Komm schon. Ich möchte jetzt noch fehlen. Geht heute mal eine längere Folge. Ahaha, stopp, stopp, stopp. So, nein, andersrum. So. Nein, Baum verfehlt. Bitte einmal drehen. Wunderbar. Wie soll denn da jetzt noch ein zweiter Baum reinpassen? Hä? Ich möchte es nochmal probieren jetzt hier. Mit dem da. Aber ich glaube nicht das Gefühl, dass da noch ein zweiter reinpasst. Es geht doch einfach bei an dem. Wunder. Okay. Ist zu dick. Nicht selbstverständlich. Dann sag mir das doch direkt. Mach da nicht nur ein Riesentheater drum. Ja, ich kann das Gerät ja auch so nutzen. Also, vielleicht ohne den anderen Baum zu bewegen. Was fuddeln der jetzt da so rum? Ah! Licht ihn ab. Uff. Okay. Uff, T3. Ja. Okay. Ich probiere den einen da vorne jetzt noch und dann war es das für heute. Es ist nicht so simpel, wie man vielleicht denkt. Aber man muss das Gerät da gerade ausrichten. Da muss man gucken, dass man den Baum trifft. Okay, der ist zu dick wieder. Dann hat man halt einen Haufen zu dicke Bäume. Und ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo da lassen, um nichts zu verpassen, wie man dann die Bäume demnächst weiterfällen hier. Nachdem der Bagger sich den Berg hochgekämpft hat. Meine Güte, noch einmal. Also, bis dann. Tschüss.